Nein, also gestern war ja ekelhaftes Wetter. Und jetzt sind da Menschen, die seit Tagen hungern. Es ist saukalt geworden. Und gestern war offensichtlich so, dass dann der Schutz vor dem Regen, es war fürchterliches Wetter, dass der weggerissen worden ist, dass die Rollstühle, die gebracht worden sind, damit die Menschen, die ja so schwach sind, dass die weggenommen worden sind. Und das ist hier wie zwei Welten. Also ich meine, wir sind auch keine geteilte Stadt mehr. Das ist in Kreuzberg mit den Flüchtlingen sehr, ja, menschlich umgegangen wird. Und dass hier, dass sie sich hier bedroht fühlen, dass ein junger Mann, der hat es gerade gezeigt, da gibt es sogar jetzt ein Ermittlungsverfahren gegen die Kollegen von Ihnen und wegen Körperverletzung. Also ich bitte Sie, das kann man doch nicht machen. Wer hat sicherlich ermittelt? Wir haben hier eine Anhörung, die Demonstration, und wir sichern diese Demonstration. Ja. Alles, was im Rahmen oder was in das Demonstrationsrecht fällt, wird von uns erstmal gesichert. Alles, was über den Rahmen hinausgeht, wird geprüft und gegebenenfalls untersagt. Darüber hinaus gibt es einen Auflagenbescheid. Aber ich habe jetzt noch nicht mal den Auflagenbescheid, so weiträumig wie möglich auszulegen, sondern selbst der wird ja noch regressiv ausgelegt. Können Sie mir nochmal sagen, was ist ein Auflagenbescheid? Was ist das? Was alles, wenn man sich anmeldet, bekommt man eine Einschränkung der Versammlung über einen Auflagenbescheid. Okay. Und was steht drin? Keine Pappen, keine Isomatten, keine Schlafsäcke, nichts, was der Bequemlichkeit weiter zuträglich ist, was ja schon hohn ist, im Prinzip von Hungerstreik überhaupt von Bequemlichkeit zu reden. Ja, da brauche ich doch sowas bei der Kälte, genau. Wenn die hier sind. Und da sind drei, vier Schirme, die zusammenstehen, sind auf einmal zeltähnliche Zustände. So wird das definiert. Und so wird das restriktiv bis aufs Kleinste ausgereizt, um hier reinzugehen. Aber darf ich nochmal sagen, ich bin ja überzeugte Föderalistin, aber jetzt verstehe ich das wirklich nicht so ganz in Berlin, wie das funktioniert, weil es hat doch nicht jeder Bezirk den eigenständigen, also eigentlich gibt es doch sowas wie den Senat, also den Innenminister. Es gibt die Versammlungsbehörde, und es gibt noch nicht, aber es gibt stellvertretende Polizeipräsidentin. Noch einmal, warum ist das in Kreuzberg anders als hier? Das ist nirgendwo anders. Wir haben ein Versammlungsrecht, das für alle gilt. In Kreuzberg hat der Bürgermeister die Verantwortung übernommen. Hier geht es um eine Sondernutzungserlaubnis. Ja. Die ist wiederum spezifisch in den Bezirken. Okay, das heißt, der Adressat für mich jetzt auf Bundesebene, nicht auf, also das ist der Abgeordnete auf Landes. Nee, für mich zuständig ist der, oder ich bin sozusagen der Vorbereiter. Okay, aber Sie hatten, glaube ich, mit der Hanke sogar telefoniert. Ich habe mündlich mit ihm gesprochen, danach wurde mir von der Polizei mitgeteilt, er hätte der Polizei gesagt, er kann das nicht dulden. Die wurde untersagt. Genau. Dann haben wir am Montag nochmal schriftlich gestellt, den Antrag. Und der wurde laut Pressemitteilung interpretiert als Ablehnung. Ich habe auch angerufen im Büro, ob das jetzt eine Ablehnung bedeutet. Wurde mir gesagt, ja. Und der regierende Bürgermeister hält sich raus. Ich meine, der ist doch überall. Entschuldige, Claudia. Die halten sich raus, ja. In Düsseldorf bedarf es keiner Sondernutzungserlaubnis, um einen Hungerstreik mit Zelt durchzuführen. In Berlin verlangt die Versammlungsbehörde und die Polizei, dass Menschen, hungernde Menschen, sich der Witterung aussetzen, dass sie sich auf den kalten Boden legen, keine Isomatte drunter legen können. Das ist Verantwortung der Versammlungsbehörde. Dass sich jemand hier hinsetzt auf den kalten Boden und demonstriert. Ich verlange doch, sagen Sie nicht, wir haben ein Versammlungsrecht ab. Jetzt sagen Sie nicht wieder, Sie können ja nach Hause gehen. Das habe ich so nie gesagt. Wir räumen Ihnen davon ein, dass wir als Kundgebung ist genehmigt. Ja. Unter den Voraussetzungen, die Ihnen mitgeteilt wurden. Wenn man gesagt hat, lassen Sie das und das und das zu, wir haben Einsatzleiter hier vor Ort gesagt, Sie können doch nach Hause gehen. Sie müssen ja nicht frieren. Wir haben es mehrfach ausgesprochen. Genau. Sie wissen auch, dass Sie so ein Zelt nicht aufstellen dürfen. Sie haben es wieder gesagt. Das Zelt steht außerhalb der Veranstaltung und ist eine humanitäre Art. Aber wenn hier Leute wirklich verletzt, bleibt das Zelt denn jetzt stehen? Können die das stehen lassen? Ist das. Gut, okay. Das heißt, ich wende mich an Herrn Wowereit. Der ist ja, der müsste ja auch dann das Wowereit-Recht bricht Hanke-Recht, oder? Genau. Gut. Und der Wowereit, wenn der Auflagenbescheid der Polizei weg ist, dass die Menschen sich vor Regen nicht schützen dürfen, dass sie sich nicht mal auf den Boden setzen dürfen, auf eine Isomatte, den kann die Polizei jederzeit wegnehmen. Das Nutzen von Isomatten ist versammlungsrechtlich nicht genehmigt. Sie legen aber doch die Demonstrationsfreiheit aus, wie Sie es wollen. Sie legen ja falsch aus. Eine Demonstration muss auch in Kälte stattfinden können und Menschen müssen sich vor Kälte schützen dürfen. Und das dürfen Sie nicht. Und das verstößt gegen Menschenrechte, gegen grundlegende Menschenrechte. Da gehen aber die und da haben Sie die Möglichkeit, die Befehle sogar zu verweigern, wenn Sie das wollen. Ehrlich gesagt, ich habe mein halbes Leben oder mehr als mein halbes Leben durchaus auch demonstriert. Und eine Demonstration darf unter dem Dauer, Sie machen eine Dauerkundgebung unmöglich, indem Sie nicht durchführen.